Hallo und herzlich willkommen zurück zur Pokémon Feuerrot Nuzlocke Challenge. In dieser Folge werden wir gegen Koga antreten. Ich habe keine Ahnung, was er für Pokémon hat, aber so wie es aussieht, wohl keine Gift-Pokémon, wenn ich mir den Rest der Arena hier so anschaue. Ja, okay, das war jetzt genug Gemeinheit und Zynismus. Wir werden jetzt ihn einfach mal herausfordern und schauen, was dabei herauskommt. Haha, ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus. Wie du willst, erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich besiege. An meinem Schlaf- und Giftattacken sollst du verzweifeln. Okay, hat auch Schlafattacken. Das ist auch gut, dass wir dann Relaxo vorne haben, also Elek, weil er kann ja auch Schlafrede und er kann nicht vergiftet werden. Vielleicht ist er wirklich das perfekte Pokémon für dieses Kampf. Für diesen Kampf. Man sieht jetzt schon, der Levelunterschied ist gleich 0. Gleich beim ersten Pokémon. Ach, willst du mich denn verarschen? Was geht das hier gleich schon los? Um Himmels Willen! Was ist denn das für einer? Erholung. Um Himmels Willen. Oh, Verteidigung steigt stark. Oh, was ist denn? Ich hätte vielleicht doch lieber offscreen trainieren sollen. Man sieht es, es wird spannend, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Schlafrede. Mhm. Mir wird schon ein wenig bang, ne? Schlafrede und Body Slam. Sehr gut. Oh, immerhin. Das Problem ist, er hat seine Verteidigung stark erhöht. Demzufolge werde ich mal versuchen, speziell anzugreifen mit Liz. Ich habe so dieses ungute Gefühl, dass es in diesem Kampf Verluste geben wird. Ich weiß auch nicht. Flammenwurf. Ich bin mal ein bisschen ruhiger. Okay, das sieht gut aus. Los, nochmal Flammenwurf. Und ich bin mal gespannt, was er als nächstes einsetzt. Wir können es doch noch schaffen. Ich war jetzt ein bisschen eingeschüchtert. Aber mal gucken. Vielleicht ist es doch nicht ganz so schlimm. Smogon. Nein. Ich habe Angst, dass es wieder Explosion einsetzt. Aus dem Grund werde ich mich erstmal mit einem Supertrank auffrischen. Eine andere Alternative bleibt mir gerade auch nicht, glaube ich, groß übrig. Okay, das ist nicht gut. Okay, Flammenwurf. Ich habe leider auch keine Bodenattacken. Oh, sehr gut. Okay, er hat noch ein einziges Pokémon. Das kriegt man hin. Smogmog. Hat er da nicht auch Omat oder so? Signature-Pokémon? Habe ich mich wohl geirrt. Naja, wie dem auch sei. Ich werde... Oh Gott, das... Oh, Toxin. Böse Attacke. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das jetzt noch mit Liz mache. Ich hoffe auch, dass... Bitte sei im Volltreffer, bitte sei im Volltreffer. Ist mir zu riskant, tut mir leid. Okay, tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen konzentriert, deswegen bin ich auch gerade etwas ruhiger. Und Schlafrede und hoffen, dass was Gutes dabei rauskommt. Oh, come on, please. Oh, please, oh, please, oh, please, oh, please, oh, please, oh, please. Scheiße. Oh, bitte, mach irgendwas. Mach Body Slam. Oh, bitte, Erholung. Ah. Los, etwas. Ich denke, du wirst mit dem am ehesten fertig werden, weil du... Why, nein, er ist ja... Das ist nicht gut, das war eine schlechte Idee von mir. Ja, das war in der Tat eine schlechte Idee von mir. Ich habe es noch gesagt. Es tut mir leid, okay. Jetzt hat sich die Sache mit Parasex sowieso erledigt. Es tut mir so leid, scheiße. Oh.
Oh Mann. Setz ich Lob ein. Das Problem ist, ich habe. Wartet mal, ich gucke mal ganz kurz. Okay. Boris kann ich ja nicht reinschicken. Das kann ich vergessen. Ich kann da Lob reinschicken. Ich versuche. Komm, Lob. Streng dich an. Okay. Das muss jetzt alles sitzen. Ich weiß auch nicht, ob dieses Pokémon auch Explosion beherrscht. Das ist meine größte Angst. Weil da kann alles damit wegsprengen. Ich glaube, ich werde sogar Fliegen einsetzen. Ja, ich setze Fliegen ein, weil das mehr Damage macht. Und falls er Explosion einsetzt, bekomme ich keinen Schaden, aber er wird besiegt. Versteht das? Okay. Okay. Los, Lob. Los, Lob. Danke. Das kann ich nicht verantworten, den jetzt drin zu lassen. Scheiße. Boris. Es tut mir leid, Boris. Ich muss es riskieren. Boris, hau es weg. Oh, please, no! Okay, Schockwelle. Bitte lass es nicht irgendwie Explosionen können. Ich kann nichts sicher einwechseln. Alles. Top-Trank. Ich hab Top-Genesung. Liz, bitte. Liz, bitte. Liz, bitte. Liz, bitte. Liz, bitte. Okay. Top-Genesung. Flammenwurf. Nun, da du Träger des Seelenordens bist, wird die Abwehr deiner Pokémon steigen. Ferner kannst du Surfer nun auch außerhalb von Kämpfen nutzen. Bitte nimm da auch dieses Geschenk. TM6. Was ist das? Ist das Toxin hier? Oh, Himmels Willen, ey. Oh Gott, um Gottes Willen, ey. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Auch dieser Kampf, ey. Das war so der erste spannende Kampf in dieser Nuzlocke-Challenge. Das Problem ist, man weiß halt eben auch nie, wann er einen Volltreffer landet. Du bist da der Sache völlig ausgeliefert. Zum Glück hat es jetzt nur ein Pokémon erwischt, bei dem ich eh nicht wusste, ob ich es behalten will. Um Himmels Willen. Aber ich habe es trotzdem so liebevoll offscreen trainiert. Das ärgert mich. Es tut mir leid, Parasek. Du kommst auf den Friedhof. Sorry. Nehme ich den dafür mit? Nehme ich dafür den Basti mal mit? Hm.
Ich denke mal, oder? Ich denke mal, ich werde den Basti mitnehmen, oder? Ja, komm, ich nehme den Basti mit. Der hat jetzt auch mal eine Chance im Team verdient. Da darf auch mal dabei sein. Mir tut es gerade so leid, dass mein Parasek verreckt ist. Es war in dem Moment, wo ich es ich weiß gar nicht, warum ich den reingetan habe. Das war so eine Kurzschlussreaktion. Ich weiß es selber nicht. Ich habe vor allem kurz bevor besiegt wurde auch noch, also beim Reinwechseln auch gesagt, das war eine scheiß Idee. Und ja, es war eine scheiß Idee. Oh Gott, ey. Himmels Willen, ey. Das war jetzt wirklich der härteste Kampf bisher. Aber nun ja, wir werden, wie versprochen, jetzt auch noch hier weiter rennen. Und uns um die Trainers hier kümmern. Das hier ist mein Gebiet. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Oh, wow. Ihr habt Gebiet. Habt ihr es auch markiert? Ihr wilden, wilden Bullen. Himmelswillen, ey. Okay, ein Vorgefänger. Mit einem Habitat. Okay. Basti, das dürfte kein Problem. Oh, wie süß er einfach ist. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier irgendwie. Das sind irgendwie alles nicht die super mega coolen Attacken. Ich weiß gerade gar nicht. Ich habe noch nie so mit Nidoran gekämpft. Okay, Hornattacke scheint gut zu sein. Ich denke, für den Rest reicht Folienschlag. Ja, schön. Mensch, Basti, ich mag dich. Oh. Es ist zwar trotzdem noch traurig, dass. Oh Mann, ey, es tut mir so leid. Aber dennoch, erst zwei Verluste, das ist ja noch okay. Ich bin trotzdem froh, dass es bis jetzt so gut gelaufen ist. Eroas. Gar nicht mal so schlecht, aber nicht gut genug, sorry. Einmal getroffen und es hat auch gereicht. Oh Mann, ich glaube, Basti entwickelt sich auch direkt beim nächsten Level dann. Oh, Ibitak, dann nehme ich mal lieber, was nehme ich denn mal gegen Ibitak? Dann machen wir mal hier einen Kampf der Vögel. Lob. Roman. Okay, lass das Fliegen ein. Dann kann ich erstmal gucken, was er für Moves drauf hat. Heuler. Okay, das klingt schon mal sehr awesome. Und los geht's. Ich bin sogar 11 vor allem. Ja, ich bin Sachse, ich darf das. Ich bin 11 Level über ihn. Das ist auch sehr gut. Und ich glaube, für die nächste Runde reicht das. Zack. Meine Güte, Lob macht Ibitak fertig. Kannst du mal sehen. Ah, oh, noch ein Habitak. Da wechsle ich wieder zu Basti. Basti, 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 da bist du. Dich müssen wir jetzt ein bisschen hochziehen. Den Nidoking im Team wäre schon cool. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Nidoking kann sogar Surfer lernen. Jedenfalls konnte es meines Wissens auch Nidoqueen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Mm-hmm. Na, ah, so sorry, but... Tja, Basti ist epic and imba. And shit. You know. You know. Boah, und Giftstachel. Tja, das tut mir leid für dich, aber Basti ist so... Oh, das ist so süß. Oh, Basti, du bist so süß. Ah, ich bin gerade ganz verliebt in das Nidoran. Das ist unglaublich. Okay. Ich laufe überall. Der Show ist gerade so ein Pokémon aufzuspüren. Ja, dann tu das mal. Muss das mal woanders, nicht in meiner Gegend. Du Idiot! Der Pascal. Ich verstehe. Oh, ich hab Hunger. Ich glaube, nach der Aufnahme esse ich jetzt mal was. Okay, 100-Attacke. Ich würde aber langsam mal Basti auswechseln. Er hat schon über die Hälfte. Oh mein. Mhm, ja, ich glaube, jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich immer lieber rauswechsle. Und ich wechsle dafür. Am liebsten würde ich natürlich Kitty trainieren, aber gegen Pflanzen, gegen Flug-Pokémon ist das, glaube ich, nicht so optimal. Ich weiß gerade auch gar nicht, ist Nidoking dann auch Giftboden? Ich bin mir gerade nicht sicher, was Nidoking vom Element her ist. Oder ob es immer noch nur Gift ist. Das ist halt eben wichtig, wenn ich jetzt irgendwelche Stealth-Attacken lernen will. Nidoking ist auf jeden Fall auch immer noch Gift. Da kann ich dann einfach dann nach der Folge dann schnell nachgucken. Ich bin ja voll up-to-date mit Internets und so. Okay. Und... Nein, ich wollte eigentlich Body Slam einsetzen, aber was soll's. Auf Ohrschau. Ja, ist er... Willst du jetzt nochmal? Ja, ich dachte schon 5-mal. Das wäre ja der Hammer. Und Kapeng.
Der überlebt. Ja, und Verfolgung bringt nicht viel, weil ich eh nicht rauswechsle. Und zack. Scheiße, das mit Pokémon Verfolgung können, das nervt so. Okay, Spielbasik Pascal, ja, schön. Ah, sowas, ja, sowas. So, noch den anderen Lumpen hier unten. Hey, man hat noch gar kein Pokémon gefangen, oder? Guru, guru, wie klingt mein Vogellockruf zum Wegrennen, ganz ehrlich. Okay, Ottokar. Ich wusste bis eben nicht, dass das ein... Ach du Scheiße, ein Name ist. Ich wechsle mal. Oh, hoffentlich... Mir fällt gerade ein. Hoffentlich kann das Dodri nicht Verfolgung. Scheiße. Ansonsten habe ich gar nicht gedacht. Und ein Volltreffer. Das immer direkt, ich sehe immer genau in dem Moment, wenn ich einen Fehler mache, dass ich ihn mache. Ich sehe es immer genau in dem Moment, dass ich das nicht durchdacht habe. Ich sollte, vorsichtiger werden. Ich darf das nicht unterschätzen. Scheiße, ey. Mann, tut mir leid, Basti, du warst so kurz im Team. Scheiße. Habe ich in einer Folge gleich zwei Verluste. Das ist Rekord. Oh, scheiße, ey. Ich hab's einfach nicht drauf. Friedhof. Scheiße. Es tut mir so leid. Okay. Das muss ich gerade überlegen. Na komm. Nee, Lixi müsste ich dann offscreen auf jeden Fall trainieren. Mache ich halt. Dann bekommt ein weibliches Lixiastra. Es tut mir leid. Die nächste Chance. Wobei, ich brauche vielleicht Zerschneider. Warte mal, dann nehme ich doch lieber erstmal Weasel mit. Pokémon ablegen. Das ärgert mich gerade so sehr. Jetzt habe ich meine beiden. Mir fällt gerade auf, ich habe meine beiden Pokémon verloren, die ich in der Safari-Zone gefangen habe. Die sind jetzt wieder weg. Die waren kurz da und ich habe sie beide auch hier direkt verloren. Oh, das kann nicht wahr sein. Das heißt, die Safari-Zone hat überhaupt nichts gebracht. Also nicht viel. Kanonenfutter für Koga und. Leckerli für diesen komischen Flug-Pokémon-Training, Shiny. Oh Mann. So eine Scheiße. Ach, mein Basti war so süß. Naja. Moment, kann ich jetzt hier noch ein Pokémon fangen? Ibitak. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ja, ich kann es ja mal fangen. Ich kann es ja versuchen, jedenfalls. Heuler, super. Ich weiß gerade gar nicht, macht Doppelkick mehr Damage als Ruckzuckieb, weil Doppelkick ja eine Kampfattacke ist. Ich guck mal nach. Nee, nicht wirklich. Das nimmt sich, glaube ich, nicht viel. Okay, dann. Oh, das war ein Volltreffer. Krasser Scheiß. Mensch, du bist richtig krass drauf, Ibitak. Nochmal Ruckzuckieb. Und wenn es ein Volltreffer wird, auch egal. Aber. Man braucht halt eben auch Pokémon. Kram, Kram, Kram. Ich weiß jetzt auch nicht, ich suche mal normalen Pokéball. Ich glaube, die werden eh alle abgeblockt. Also, ist mein Zettel mit den Namen. Ich glaube, aber Ibitak. Ich habe nur zwei Mädels auf meiner Liste noch. Und ich glaube nicht, dass die beide in Ibitak sein wollen. Wobei. Na komm, ich. Seine riesigen und beeindruckenden Schwingen halten es hoch oben am Himmel. Es kann einen Tag ohne zu landen fliegen. Ach du Scheiße, wie cool. Okay, jetzt sende ich das Ibitak halt nach einem meiner Mädels. Auf der Liste, auf einen der beiden. Ja, nie.
Jani guckt das. Ich weiß gar nicht, ob Jani das Let's Play guckt. Jani, guckst du das Let's Play? Du bist ein Ibitak. Tut mir leid. Ich wollte jetzt nicht einfach irgendein. Ich wusste jetzt nicht, was ich sonst nehmen soll. Jani, okay. Habe ich jetzt rausgestrichen. Okay, jetzt verbinden wir mit Fuxana City auf jeden Fall eine Menge Leid. Eine Menge Freude, eine Menge Leid und draußen auf der Straße krümmen mir gerade total viele rum. Warum gehe ich eigentlich zum Pokémon-Sender? Muss ich das? Nee, eigentlich nicht. Ich werde jetzt, die Folge ist schon wieder rum, in der nächsten Folge nach Prismania City fliegen, was eigentlich gelogen ist, weil ich es schon diese Folge tue. Kannst du mal sehen. Und wir werden von hier aus uns auch ganz liebevoll um... Oh, ich fahre, ey, wie betrunken. Seht ihr das? Wir werden uns... Oh, um Himmels Willen. Wir werden uns jetzt hier noch um den Rest dieser wunderbaren kleinen Route hier kümmern. Denn die habe ich ja großzügig das letzte Mal ausgelassen. Und danach werden wir schauen, dass wir möglichst zügig... nach... Saffronia City kommen. Ich muss gerade überlegen, wie die Stadt hieß. Saffronia City war es, oder? Ja, nach Saffronia City, da kommen wir ja scheinbar irgendwie noch nicht hin. Aber vielleicht jetzt, wo wir Kurka besiegt haben, vielleicht. Was ist das? Achso, das ist einfach zurückgehen. Okay, wir haben eigentlich noch zwei Städte, in denen wir noch nicht waren, ne? Hier, Saffronia City. Und Zinnoberinsel. Was war hier? Die Seeschauminseln. Stimmt, die gab es ja auch noch. Sollte mal dringend mal eines unserer Pokémon-Surfer erlernen. Ich weiß gerade gar nicht, ob überhaupt irgendeines bei uns im Team momentan Surfer erlernen kann. Vielleicht Relaxo. Mal gucken. Relaxo ist nicht gut geeignet. Ich glaube, Relaxo ist eher physisch ausgerichtet. Ja, Eli kann es lernen. Ich guck mal, was für einen Spezialangriff Eli hat. Aber ich glaube nicht, dass das miteinander konform geht. Nee, das kann ich nicht machen. Okay, wie dem auch sei, in der nächsten Folge werden wir uns hier noch durchkämpfen und dann schauen, dass wir noch nach Saffronia City kommen. Bis dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wie mir Let's Play Pokémon Feuerrot Nuzlocke Challenge. Ciao.